sentence. Two sentences. Zwei Sätze sind hier. Complete our purpose of life. Dass wir unseren Sinn des Lebens erfüllen. Two sentences. Sind zwei Sätze. When we call love God. Wenn wir sagen, ich liebe Gott. That's only 50%. Dann sind das nur 50%. But when we say love your fellow man. Und wenn wir sagen, lieb auch deinen Nächsten oder yes. Yes. Oder deinen anderen Menschen. This is another 50%. Sind das die anderen 50%? But if you say I love God. Aber wenn du sagst, ich liebe Gott. And it is enough. Und es genug ist. You are making a big mistake. Actually. Dann machst du einen großen Fehler. Love of God is just like a theory. Gott zu lieben ist wie eine Theorie. Because God is an invisible God. Weil Gott ein unsichtbarer Gott ist, ist das sehr einfach. But the visible human being are living with us. Aber die wirklichen Menschen leben mit uns, die sichtbaren Menschen. If you cannot practical God theory love with your fellow man, your love is incomplete. Wenn du die Liebe, die du zu Gott hast, nicht ins Praktische umsetzen kannst zu deinen Menschen in deiner Umgebung, dann ist diese Theorie auch nicht genug und auch das Praktische nicht. So we must not forget. Und deswegen dürfen wir nicht vergessen, one day when you meet God, eines Tages, wenn du Gott triffst, your imagination will blow up. Wird deine ganze Vorstellung in die Luft gehen. Then you will say maybe, und dann wirst du vielleicht sagen, oh, love to human being was maybe much more easy. Dass die Menschen zu lieben viel einfacher war. Yes. So if we want to complete our circle of life and fulfillment with love. Wenn wir also unseren Kreis des Lebens mit Liebe füllen wollen, mit der Erfüllung der Liebe. Our life filled with love. Wenn wir unser Leben mit Liebe füllen wollen, then two things we must not forget. Dann dürfen wir zwei Dinge nicht vergessen. God love is the one thing. Theory. Gottes Liebe ist eine Sache. Es ist die Theorie. Practical is to show how you love God when you love fellow men. Aber die praktische Umsetzung ist dann, wenn du die Liebe, die du für Gott hast, an deinen Mitmenschen zeigst. And when you prove your practical. Und wenn du beweist, dass du es uns praktisch umsetzen kannst. This means you are qualified to have a light by God. Bedeutet das, dass du qualifiziert dafür bist, von Gott Licht zu bekommen. It means das bedeutet, that human beings are qualified to build the kingdom of God. Dass diese Menschen dann qualifiziert dazu sind, das Königreich Gottes auf Erden zu errichten. And never forget. Und vergesst nie. The seed of the kingdom of God. Dass der Same des Königreich Gottes. Is not the mind. Nicht im Verstand ist. Is the heart. Es ist im Herzen. So now the last thing what I want to say to you. Und die letzte Sache, die ich euch noch sagen möchte. Angel until present time ruling us, judging us by mind. Dass die Engel, die uns bis heute beherrschen und uns beurteilen im Leben nach dem Tod, nach dem Verstand beurteilen. And if we und wenn wir grow in our emotion, in unseren Emotionen wachsen and realize und uns darüber bewusst werden und Wahrnehmung und es wahrnehmen, what our emotion can play the purpose of life. Was unsere Emotionen im Sinn des Lebens spielen können, then this is the key. Dann ist das der Schlüssel im Herzen. After angel cannot judge us. Danach können uns die Engel nicht mehr beurteilen. Because emotion are higher than mind. Denn die Emotionen sind höher als der Verstand. God love. Gottes Gesetz. And God love. Und Gottes Liebe. God love is higher than God
law. Gottes Liebe ist höher als Gottes Gesetz. So I invite all human beings. Und deswegen lade ich alle Menschen ein. Fulfill your purpose. Um ihren Sinn zu erfüllen. Fulfill your purpose. Erfülle deinen Sinn. Not the angel purpose. Nicht den Sinn der Engel. If you fulfill your purpose, wenn du deinen Sinn erfüllst, angel cannot judge you. Können dich die Engel nicht mehr richten. Tod cannot win against you. Der Tod kann nicht gegen dich gewinnen. Then you are the owner of this creation. Und du bist dann der Herr über diese Schöpfung. And angel, und die Engel can learn the story of love through you. Können die Geschichte der Liebe durch dich lernen. Now I tell you the last thing. Und jetzt sage ich euch noch die letzte Sache. I am not so wisdomful and intelligent like an angel. Ich bin nicht so weise und so voll von Intelligenz wie die Engel in meinem Verstand. Angel have grown by mind billion and billion times more than Einstein. Die Engel sind im Verstand Billionen und Aberbillionen mal mehr gewachsen als Einstein. Why I left angel creation behind me. Aber wenn ich sage, dass ich die Engelschöpfung hinter mir gelassen habe. Because the light of love. Denn das Licht der Liebe is the subject. Ist das Subjekt. And the light of intelligence and wisdom is the object. Aber das Licht der Intelligenz und des Verstandes ist das Objekt. And the light of truth is the object. Und das Licht der Wahrheit ist das Objekt. So this is 21st century. Das ist also das 21. Jahrhundert. Please. Bitte. Read God's message. Lest Gottes Botschaft. What God has given to us. Was Gott uns gegeben hat. First book. Das erste Buch. God revealed himself as a visible God. Gott offenbart sich als sichtbarer Gott. Second book. Das zweite Buch. Conversation with God, heavenly being and Lucifer. Unterhaltung mit Gott, himmlischen Wesen und Lucifer. True moment with God. Das dritte Buch, wahre Momente mit Gott. First of all with God. Das vierte Buch, als allererstes Gott. And more books are coming. Und viele mehr Bücher kommen noch. And all those books are direct communication with God. Und all diese Bücher dienen zur direkten Kommunikation mit Gott. And God said, this is for all human beings. Und Gott sagt, das ist für alle Menschen. And these books are observation and filled with experiences. Und diese Bücher sind gefüllt mit Erfahrungen und Beobachtungen. And the foundation for the kingdom of God. Und legen die Grundlagen für das Königreich Gottes. Thank you that you have listened to me. Danke, dass ihr mir zugehört habt. And I hope you will realize as a human being your own value. Und ich hoffe, dass ihr als menschliche Wesen euren eigenen Wert kennenlernt. You are not born to live under the prophet. Ihr seid nicht geboren, um unter den Propheten zu leben. You are not born to live under the saint. Ihr seid nicht geboren, um unter irgendwelchen Päpsten zu leben. You are not born to live under the angel. Ihr seid nicht geboren, um unter den Engeln zu leben. You are born to live with God in love. Ihr seid dazu geboren, um mit Gott in Liebe zu leben. Your purpose is exceptional spiritual happiness with God. Your sick is the special happiness with God. Euer Zweck ist die besondere Liebe, Glückseligkeit. Ist die besondere Glückseligkeit mit Gott. So let's invite God. Also lasst uns Gott einladen and change this world. Und diese Welt verändern. Let's create a new world. Lasst uns eine neue Welt erschaffen. A living relationship with God. Eine lebendige Beziehung mit Gott. There will be no accident. Es wird keine Unfälle geben. There will be no sickness. Es wird keine Krankheit geben. There will be no bad luck. Es wird kein Unglück geben.
every child will be saved by God to live 100 years on this earth. Jedes Kind Gottes wird mindestens 100 Jahre auf dieser Erde leben. To have a time to grow spiritually. Um Zeit zu haben, um geistig zu wachsen. To become perfect. Um perfekt zu werden. In love. In der Liebe. Everything else we will continue grow. Alles in allen anderen werden wir weiter wachsen im geistigen Leben. It is not so important. Das ist nicht so wichtig. You can grow in spiritual world in science. Du kannst in der geistigen Welt weiter in der Wissenschaft wachsen. In medicine. In der Medizin. In philosophy. In der Philosophie. Painting. In der Malerei. And on and on and on. Und weiter und vieles, vieles mehr. But to grow in love. Aber um in der Liebe zu wachsen. With God and with fellow men. Mit Gott und den Menschen. Right now is the possibility. Ist genau jetzt die Zeit dafür. Genau jetzt. Our life is like a small river or stream. Unser Leben ist wie ein kleiner Fluss oder Bach. It's moving. Es bewegt sich. This water will not come back. Dieses Wasser wird nicht wieder zurückkommen. So let's drink from the water of God. Also lasst uns vom Wasser Gottes trinken. Water of life. Vom Wasser des Lebens. So we will be never thirsty again. Damit wir nie wieder durstig werden. Let's eat our spiritual food. Lasst uns unsere geistigen Früchte essen. It's the love of God. Das ist die Liebe Gottes. We will be never hungry. Wir werden nie wieder hungrig sein. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Whole eternity is waiting for you. Die ganze Ewigkeit wartet auf euch. To not become a victim and kakalai on the earth. Werdet kein Opfer und Kakerlake dieser Welt. Thank you. Danke. And God bless you. Und Gott segne sie.